euch erstmal solidarische Grüße von meiner Partei Die Linke. Als ehemalige ernährungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion habe ich mit euch, mit unseren Themen sowieso schon immer zu tun gehabt. Und als Soli-Mitglied der NGG und Verdi-Mitglied, alte Gewerkschafterin, erst recht. Für mich ist eins ganz klar. Mehr Lohn ist auf jeden Fall eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass ihr halbwegs anständig leben könnt. Aber das allein ist nicht. Ganz klar ist, dass die Arbeitsbedingungen einen wesentlichen Teil ausmachen. Auch deshalb haben wir als Linke im Bundestag immer versucht, dieses Thema Mindestlohn zu befördern. Weil klar ist, das ist die absolute Untergrenze. Und deshalb ist für uns auch klar, unter 10 Euro geht nichts. Das ist mal die eine Sache, der gesetzliche Mindestlohn. Das andere sind aber tatsächlich befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit. All diese Themen haben wir als Linke immer wieder auf der Tagesordnung. Weil klar ist, gerade junge Menschen, wie sollen die für sich eine Existenz aufbauen, eine Familie gründen in dieser Unsicherheit, dieser ungeregelten, unsicheren Arbeitsverhältnisse. Das heißt für uns ganz klar, anständige Arbeitsbedingungen sind eine wesentliche Voraussetzung, dass auch die Gastronomie, das Gastgewerbe ein attraktiver Arbeitsplatz sein kann. Vereinbarkeit mit Familie und Beruf gehört das genauso dazu und deshalb ist völlig klar, 13 Stunden am Tag, das geht gar nicht. Das müssen wir verhindern. Das darf nicht sein. Da kann kein Mensch sein Leben organisieren, geschweige denn Kinder oder Eltern oder Partner noch irgendwie pflegen, betreuen, einfach ein schönes Leben haben. Das geht nicht bei 13 Stunden am Tag. Und ihr seid euch ja genauso im Klaren darüber wie ich, dass es dabei nicht an einem Tag der Woche bleibt. Die Arbeitgeber, ihr bietet einen kleinen Finger und die nehmen euch den Arm. Das heißt, diese 13 Stunden sind dann die Regel und nicht die Ausnahme. Und völlig klar ist, dass es kein Mensch gesundheitlich durchhält. Und völlig klar ist, dass dann euer Leben eigentlich der Bach runtergeht. Und deshalb keine 13 Stunden am Tag. 8 Stunden sind genug. Das ist auch schon viel genug bei dem Stress, bei der Hetze, die ihr eigentlich in dem Bereich vor allem zu ertragen habt und zu bewältigen habt. Und gleichzeitig immer freundlich bleiben sollt und gleichzeitig gute Arbeit abliefern sollt. In der Küche, das was die Kolleginnen und Kollegen dort zu leisten haben, vor dem Hintergrund, dass immer mehr Anforderungen auch von den Gästen gestellt werden. Allergene, Unverträglichkeiten, all diese Themen spielen heute eine Rolle. Ihr müsst hochqualifiziert sein, sehr gut ausgebildet sein und das soll doch für eine Nase Wasser liefern. Das kann nicht sein und deshalb 140 Euro, das ist das Mindeste, was man verlangen kann in so einem Bereich, wo so hart gearbeitet wird. Die Arbeitgeber teilen sich den Kuchen untereinander auf und ihr sollt von den Krümeln leben. Das kann nicht sein. Deshalb 140 Euro, mindestens 140 Euro sind fair und deshalb bleibt bei euren Forderungen, kämpft darum, eure Arbeitsbedingungen besser zu gestalten, weil letztendlich die Arbeitgeber begreifen müssen, dass sie qualifizierte Arbeitskräfte nur dann kriegen können, wenn sie anständige Arbeitsbedingungen bieten. Und darum kämpfen wir als Gewerkschafterinnen, als Kolleginnen gemeinsam. Und ich wünsche euch allen viel Erfolg. Und ich bin dabei, wenn ihr mich braucht. Ich komme mit und kämpfe mit euch. Alles Gute, viel Erfolg euch allen. Und ja, 140 Euro. Mindestens.